Heiße Zongo. Oha. Ich dachte, er heißt Alf. Illegal. Habt ihr's? Das Portal ist aktiv und vor ein paar Augenblicken ist irgendwas Leuchtendes herausgekommen. Vielleicht ist Zongos Freund hier irgendwo. Zero? Wo bist du? Als ihr nach links schaut, seht ihr Zero, der von Schergen eines uralten Bösen in die Enge getrieben wird. Okay. Als ihr euch all diesen Monstrositäten nähert, schauen sie euch an. Sie lassen von der kleinen Kreatur ab und wenden sich euch zu. Und dann stürmen sie auf euch zu. Bereit machen. Oh, falsche Stimme. Oh, das sind bloß Überschleimer. Beides sind wahrscheinlich wieder solche Wellenangriffe. Also sollte ich da nicht als Vorlauf sein. Mein Lieblingsessen, so gesehen. Also meine Lieblingsbrotzeit, wenn ich in der Schule bin. Denn natürlich immer, wenn ich irgendwelche Proben schreibe, kaufe ich mir ein Brot. Mittwoch ist wieder Zeit für ein Brot, sonst weiß ich. Da schreibe ich Deutsch. So, so eine Leseprobe über das Buch den Schimmelreiter. Thank you.
Also muss sagen, die sind schon im Gegensatz zu den anderen, haben die auf jeden Fall einen besseren Geschmack, wirklich so einen tropischen Geschmack. Hier so, so ein Let's Test Fisherman Friends Tropical. Könnte ich sogar nennen. Also, muss sagen, die sind gut. Sind jetzt nicht so minzig oder zumindest schmecke ich davon nicht. Vielleicht lag es daran, da ich schon die anderen jetzt da hatte. Oh Gott. Ja, die sind gut. Die schmecken wirklich tropisch. Kann ich euch nur empfehlen, Leute. Können sich heilen. Wieso kann ich hier immer alles heilen? Und ich muss euch sagen, in meinen Ferien und so und in der Zeit, in der ich jetzt wirklich wenig gemacht habe, habe ich so gut gar kein WoW mehr gespielt. Manche Leute können es wahrscheinlich halt nicht mehr wundern. Manche Leute vielleicht sind auch enttäuscht, ich weiß es nicht. Ich muss mal reingucken, mein Abo läuft eh bald aus. Und wir haben heute den 19.01. Habe ich mir die Bienencurb von Dirty White Paint gekauft. Finde ich ziemlich toll. Die habe ich hier auch auf meinen Spielen stehen. Ja, ich habe mal so auf meinem PC-Tisch nebendran noch so ein kleines Regal, da habe ich die Spiele drin stehen. Und oben drauf diese Spiele so mit solchen großen Höhlen und da habe ich das aufliegen. Finde ich auf jeden Fall ziemlich nice. Die Leute haben mich, manche haben mich komisch angeguckt, manche fanden es toll und sowas. Ah naja, gut. Zero. Hey Zongo, lang ist's her. Was? Hier, ich habe mitgebracht, was du haben wolltest. Klasse. Jetzt kann ich das hier fertig machen. Nur noch ein paar Tage. Wäre ich dem König von diesem Bau. Er dürfte hoch erfreut sein. Zero, ist jetzt in. Ja, jetzt bist du in Sicherheit. Ach, ich habe hier keine Quest. Okay. Beeilt euch, reist nach Burg Abendlicht. Der König hatte vom Turm seine Burg Ausschau gehalten und sah euch herannahen. Schnell steigt er zum Tor hinab. Sollte das nicht schnell heißen? Egal. König. Oha. Grüße, Abenteurer. Was ist der Grund für eure Eile? Also, es gibt da ein Portal, das seltsame Wesen aus anderen Wirklichkeiten und Zeiten hierher führt. Wir konnten ein paar Lebensformen helfen, die jetzt eine Art Seehafen bauen. Wie, was? Ein neuer Seehafen ganz ohne Baukosten? Dafür werden wir schon bald Verwendung haben.
Nehmt dies hier und bringt ihnen etwas zu essen. Okay. Was ist denn die Gerüchte also wahr? Seltsame Nahrung. Wahrnehmungswurf. Ja, ich weiß schon, was ihr versuchen wollt. Leider habt ihr dafür zu schlecht gewürfelt. Gebt ihr nichts. Gebt ihr nichts zu würfeln. Geht weiter. Der König verhält sich so eigenartig. Ich glaube, irgendwas ist hier im Gange. Ja, aber nur in deinem Kopf. Was? Gib ihm dies zu essen. Der König sieht auch so komisch aus. Seltsame Nahrung muss geschützt werden. Tatsächlich besiegt, oh mein Gott. Die Gruppe wird angegriffen, seltsame Nahrung. Wieso? Okay. Ich hinterfrage es nicht. Der König hat euch Essen gebracht, damit ihr nicht verhungert. Ich bin nicht hungrig. Lasst mich meinen Blick darauf werfen. Ich habe riesigen Hunger. Hey, wollt ihr uns etwa vergiften? Nein, auf gar keinen Fall. Verdammte Wahrnehmungswürfe. Keine Sorge, Zero. Sie sind loyal, aber was wir befürchtet haben, geschieht bereits. Will er unseren Tod. Oh. Mana-Stufe. Regeneration. Machen wir mal Spalt nach oben. Herstellung. Dank des Fluchbrechens. Schon bald wird es zum Angriff kommen. Was? Was? Angriff? Wir können nicht darüber sprechen. Geht nach Burgabendicht und gebt dem König diesen Trank des Fluchbrechens. Dieser Trank sollte das Böse in seinem Inneren vernichten. Gut. Reise nach Burgabendicht. Ich wette, ich muss den Trank jetzt wieder beschützen. Es war so klar. Thank you.
Und übrigens, ich habe mich ja auch erstmal rasiert. Und meine Kotzette auch, aber das habe ich ein bisschen schlecht gemacht. Aber es ist einfach noch niemand aufgefallen. Na gut, bis auf meinen Vater, der mich erstmal ein bisschen beobachtet hat. Oder irgendwas ein bisschen betrachtet. Und dann so gesagt hat, so, ja, da habe ich ein bisschen schlecht gemacht. Aber trotzdem, sonst ist es eigentlich recht gut. Oder finde ich zumindest. Ja, was für ein Bandit. Einfacher werden als gedacht. Yeah. Hey König, wie wär's mit einem Kaltgetränk? Oh ja, sehr gerne. Glucker, Glucker. Was ist denn da drin? Sollten wir abwarten? Wäre wohl besser. Oh, das brennt. Wie einfach so von diesem bösen, komischen alten Sack zu dem normalen König wird. Bei den Göttern, was ist passiert? Wurde ich schon wieder verflucht? Ja, aber wir haben dich gerettet. Nochmals danke, Abenteurer. Nach Schiffbruch, Play. Gebt euch nach Schiffbruch, Play. Wir werden jetzt nach Schiffbruch, Play gehen und danach werde ich wieder euch die Aufnahme beenden. Leute, weil ich böse bin. Sein Spaß. Aber die Story ist gerade recht interessant, also. Hey, was ist das denn für ein Dampf am Horizont? Das ist mein Freund. Das, mein Freund, ist der Ort, den alle erreichen wollen. Wie werden wir dorthin gelangen? Ach, mit unserer Hilfe. Vertraut uns, da unser Bau jetzt fertig ist, müsst ihr nur noch dorthin reisen und eure Kampagne beenden. Klasse. Steam-Insel verfügbar. Was? Oh, nein. Erfolgsboot. The Explorer. Wow. Okay. Sagte schon, da wäre so ein riesiges Wave-Zeichen da. Als ihr ankommt, tritt aus all dem Dampf eine Gestalt hervor. Nave Gewell. Willkommen auf Steam, Abenteurer. Oh nein. Oh, das war die Anspielung. Dies ist eine direkte Verbindung in die Zukunft. Sollte eigentlich kein Bestandteil einer Pen-and-Paper-Welt sein. Bitte hört mir aufmerksam zu. Wenn ihr mir mein magisches Brecheisen zurückbringt, sichere ich euch meine Hilfe zu. Es ist schon so lange verschwunden. Und ohne das kann ich mein Projekt nicht beenden. Der sieht mir aus wie Gordon Freeman. Gerne doch. Oh, verdammt, also. Ja, heute hilft er uns, aber eines Tages sollte alle unser Geld in seine Tasche landen. Ja! Das Land. Die Insel gibt es wirklich. Brecheisen. Nun aber, als Brecheisen werden wir in einer anderen Folge retten. Ja, wir werden es retten. Oh, ich will aber noch gucken, was es hier so für Monster gibt. Schleim, Chupacabra, Mr. Kuka und Bombagira. Also, auch nichts anderes. Lol. Egal. Auf jeden Fall. Leute, wie immer, bewertet den Part, je nachdem, wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros. Praise the Sun. Ja, und bis zum nächsten Mal. Und ich werde jetzt noch ein paar YouTube-Videos schauen. Also.
Bis dann.